habe ich zum letzten Mal gemacht, als ich 6 war. Oh, habt ihr da zusammen mit dem Rasen geduscht? Ach, Ansgar. Ich fahr da mal jetzt. Quatsch. Du kannst so unmöglich fahren, du holst dir den Tod. Ach, jetzt übertreib mal nicht. Komm, ich gebe dir Klamotten von mir. Ach, das kann ich unmöglich annehmen. Ihr könntet natürlich auch die nächste Altkleidersammlung plündern. Wäre doch sicherlich ganz nach dem Geschmack deiner Gespielin. Gespielin? Sind Sie so verkorkst, dass Sie sich eine andere Beziehung zwischen Menschen nicht vorstellen können? Na dann komm, Gespielin. Herr Graf, die Schlüssel. Ja, vielen Dank. Ich fürchte, diese Person sehen wir jetzt häufiger. Ich sehe aus, als hätte ich stundenlang geheult. Bei Ansgars dummen Sprüchen ist es auch kein Wunder. Ich sehe schrecklich aus. Nein, ganz im Gegenteil. Das sagst du nur so. Überhaupt nicht. Ja, ich mach dann später weiter. Stehen mir die Sachen oder muss ich warten, bis es dunkel wird, bevor ich los kann? Also gut, wann wird's dunkel? Nein, du. Das passt perfekt. Wirklich? Ja, klar. Ich dachte, ich könnte mich so nicht raustrauen. Die Rasensprenger sind auch schon aus. Dann kann ich ja los. Hast du vielleicht eine Tasche für mich? Ich kann deine Sachen auch hier in die Wäsche geben. Das dauert mir zu lang. Ja, du musst sie nicht heute mitnehmen. Willst du auch einen Tee? Nee, danke. Irgendwas anderes? Komm, wir müssen nur noch anstoßen. Auf was denn? Na, darauf, dass das Schicksal was dagegen hat, dass wir unsere Freundschaft einfach so beenden. Von mir aus kann das Schicksal was dagegen haben. Ich weiß aber, dass es so nicht funktioniert. Und deswegen gehe ich jetzt. Wie du willst. Ich kann dich ja leider nicht hier einsperren. Das kannst du nicht. Danke für die Klamotten. Ich bringe sie dir so schnell wie möglich zurück. Ruf mich einfach an. Änderungsvorschläge nach Hause faxen. Ich werde sie mir dann gleich noch anschauen. Nein, heute geht es wirklich nicht mehr. Ich verspreche Ihnen, es ist das Erste, was wir morgen früh tun. Danke. Auf Wiederhören. Das ist eine Überraschung. Hallo. Hallo. Ich wollte dir nur deine Sachen zurückbringen. Stell sie aufs Sofa. Ich mache uns was zu trinken. Danke, aber ich möchte nicht... Das bin ja ich. Jedenfalls Talent hast du. Auch wenn die Zeichnung sehr schmeichelhaft ist. Finde ich überhaupt nicht. Na dann, danke fürs Kompliment. Das ist auch kein Kompliment. So sehe ich dich. Dann melde ich mich bei dir, wenn ich wieder neue Passbilder brauche. So, ich gehe dann jetzt lieber... Vielen Dank nochmal für die Sachen. Hast du nicht Lust, heute Abend mit zu Gregors Geburtstagsessen zu kommen? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Gregor würde sich bestimmt freuen. Ich mich auch. Vielleicht können wir ja doch Freunde bleiben. Ich finde, wir sollten bei unserem Entschluss bleiben. Und im Augenblick wäre mir Abstand lieber. Susanne! Würdest du trotzdem ein Geschenk von mir annehmen? Das ist ja nett. Danke.